willkommen heute zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Mit dabei haben wir den Fabo. Hallo. Ja, moin. Moin. Und wie bereits vor 2 Tagen, glaube ich, sollte das gewesen sein, ja. Angekündigt, machen wir jetzt das Video über das Crafting Fabo Texture Pack. Und ja, in diesem Video werden wir auch nochmal gemeinsam über das Texture Pack reden. Denn es war ja angekündigt, dass wir das Ganze für die Minecraft-Version 1.8 updaten. Und genau, da wollten wir euch halt so ein bisschen aufklären, warum das denn so lange gedauert hat und sowas. Und generell auf jeden Fall. Ja, um vielleicht auch schon mal die wichtigste Frage zu klären. Und zwar, wann wird das Texture Pack voraussichtlich fertig sein? Und da können und wollen wir noch keinen genauen Release festlegen. Weil wir halt aus Erfahrung wissen, wie das halt manchmal ist, so, ne, man sagt, ein Release schafft es dann hinterher doch nicht und dann sind halt viele Leute enttäuscht und das wollen wir halt einfach nicht, wir wollen mich halt nicht enttäuschen, dann machen wir lieber keinen Release. Anstelle dessen, ja, arbeiten wir da einfach so ein bisschen nebenbei dran und hoffen einfach, dass wir das schnellstmöglich fertig bekommen. Und was ich auch noch gar nicht gesagt habe, ist, dass das hier ebenfalls eine neue Map ist. Das ist hier die Minecraft Map, also Minecraft Battles Map Board auf dem Gommel-Server. Und das ist eine 4x3er Map und ja, die spielen wir halt jetzt. Es gibt insgesamt 3 neue Maps. Das wollte ich nochmal ganz kurz. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz nebenbei sagen. Und ansonsten, ja, möchtest du irgendwas sagen? Also fällt dir gerade was ein? Ja, genau, also zu dem Texture Pack, also das sind nicht nur ich und Crafty Peter beteiligt, sondern auch noch der Epoch MC, also damalige Quasaro. Also die Quasaro werden ihn wahrscheinlich die meisten kennen. Ja. Und ja, der hilft uns da so ein bisschen mit. Und wir haben bis jetzt schon so die Grundtexturen, die Grundblöcke. Und da suchen wir halt jetzt noch die passenden Potenzilien so dazu. Also welche Schwerter da am besten dazu passen. Und halt alle so kleine Details, was denn dazu am besten passt. Genau, und an dieser Stelle seid ihr auch nochmal vielleicht gefragt, würde ich sagen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Wünsche habt, die vielleicht auch ziemlich geil sein könnten für das Texture Pack, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder irgendwie auf Twitter posten oder an uns halt zusenden, dass wir vielleicht, also in Form eines Fotos oder sowas, damit wir halt einfach wissen, wie das Ganze denn gemeint ist, weil, ja, erklären ist manchmal halt nicht so einfach, wie man weiß, ne, und dann kann man das vielleicht auf Twitter irgendwie besser mit einem Foto verdeutlichen. So, ich habe das Ganze hier mal so ein bisschen zugebaut. Nicht, dass wir das gleich passiert wie letztes Mal. Ja, genau, wir haben gerade ein bisschen failed, aber der Hals so wild. Und ja, so sieht es halt aus. Wir arbeiten da, wie gesagt, nicht alleine dran. Uns wird da halt netterweise vom lieben Epoch MC geholfen. Da könnt ihr auch gerne mal einen Gruß da lassen, wenn ihr möchtet. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Also eigentlich eine Frage, die halt auch häufig gestellt wurde, ist halt, ob das Texture Pack halt einfach so 1:1 übernommen wird. Und die Antwort ist halt, wie gesagt, nein, wir wollen halt nicht alles verändern, oder? Also war, glaube ich, der Plan, dass wir halt nicht alles verändern, aber auf jeden Fall schon so ein paar Sachen verändern, damit das halt einfach wieder was Neues ist. Ich meine, man könnte das Texture Pack jetzt halt einfach updaten, also nur so ein paar neue Sachen reinbringen, aber das fände ich irgendwie ein bisschen langweilig. Hast du das gerade aufgebaut? Ja, ja. Ich habe durchgemacht. Sehr gut. Auf jeden Fall, man könnte das updaten, das Texture Pack, das wäre natürlich kein Thema, aber ob das so nice wäre, ist natürlich jetzt fraglich, weil das ist dann halt, wie gesagt, keine Abwechslung. Ich kann dir eben ganz kurz Gold geben, dann holst du dir einmal schnell einen Bogen. Also, ja. So. Also, abgedatet wurde es ja schon von einem. Ja, das haben wahrscheinlich die meisten, glaube ich. Es gibt so viele Leute, die das Texture Pack halt einfach geupdatet haben. Das ist. Lol. Der ist einfach runtergeflogen. Also, es gab so viele Leute, die das Texture Pack geupdatet haben. Das finde ich eigentlich sehr nice, aber, ja, das übernehmen wir halt nicht, ne, Leute? Das müsst ihr halt berücksichtigen. Wegen, da waren aber, glaube ich, auch nicht mal alle Texturen so richtig überarbeitet, sondern nur die Schwerter und das Hauptsächliche. Ja, genau. Wegen, ja, wir haben da auch ein bisschen was anderes geplant, jetzt nicht nur irgendwie die ganzen Texturen übernehmen und so, deshalb dauert das auch ein bisschen länger. Bisschen viel länger, um genau zu sein, aber ich hoffe, das Ergebnis ist dann auf jeden Fall auch besser, als wenn wir das irgendwie hinklatschen, ne? Ja. Das ist, denke ich mal, der sieht dich gar nicht, kann das sein? Was ist denn los bei dir? Ja, ich bin halt gerade einfach bei denen durchgerannt. Ich habe den zwar geschlagen, aber keine Ahnung. Was ist los bei dem? Ja, genau. Also das wäre eine Sache, die ich da ansprechen wollte. Ansonsten gäbe es noch irgendwas. Ich glaube nicht. Wir haben eigentlich alles
gesagt, also, ja doch, haben wir. Haben wir auch schon. Ansonsten, gesagt. Ich meine, wir hatten auch schon in dem letzten Video, was vor 2 Tagen rauskam, darüber gesprochen. Also, ja, ja. Falls jetzt irgendwie unerwarteterweise, was ich eigentlich als mehr als nur unwahrscheinlich einschätze, aber es kann ja sein, falls jetzt irgendwie. Nice. Ich habe schon wieder rüber gerannt und abgebaut. Falls jetzt irgendwie in der nächsten Zeit die 1.9 erscheinen sollte, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir das Texture-Pack halt direkt für die 1.9 ja. updaten, ne? Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da eher gering. Deswegen, dauert wahrscheinlich noch alles viel zu lang, bis die ja, ganze genau. Version geupdatet wird. Gehen wir jetzt nicht davon aus. Aber damit ihr halt Bescheid wisst und wir werden das Texture-Pack auch danach, wenn alles klappt, auch immer up-to-date halten. Also ja. jetzt nicht, wie es der Fall war, dass es wir jetzt irgendwie 10 Jahre auf der 1.7 feststecken. Ja, aber lag halt auch daran, dass keiner von uns so richtig auf der 1.8 gespielt hat. Ja, deswegen. Eben. Es ist sogar immer noch so, Leute, wenn ja. ich ehrlich bin. Also, wir beide verzichten so darauf, eigentlich auf die 1.8 auf der 1.8 zu zocken. Und ich meine, wenn man irgendwie ständig auf der 1.8 zockt, kann man so sagen, ja, okay, komm hier, da kann man das auf jeden Fall updaten. Aber bei uns ist halt einfach so, weiß nicht, Motivation ist vielleicht das richtige oder falsche Wort, ich weiß nicht. Aber bei uns ist halt so, einfach ja. kein Punkt da, wo wir sagen können, okay, wir müssen es unbedingt updaten, weil wir sonst nicht zocken können. Und das ja, ist halt einfach kaum einer von uns auf der Version ja, halt spielt so. Keiner ja. spielt auf der Version irgendwie. Ich meine, selbst wenn ich auf der 1.8 spiele, dann benutze ich halt trotzdem das Texture Pack. Da sind zwar Texturen, also ein paar Texturen so ein bisschen verbuggt, aber das stört mich jetzt nicht. Also. Hä, was ist das für ein Teammate, Alter? What the fuck? Der wollte mich gerade abbauen. Echt? Ja, weil er irgendwie alleine das Bett von denen abbauen wollte. Was? Die soll man Snickers essen, ey. Alter, ja, da wird er richtig zur Furie, der Typ, Alter. Auf jeden Fall, Warte, jetzt glaube ich eben das Bett. Okay, nice. Ja, also das war eigentlich so der Plan, Ja, okay, wir haben das Bett abgebaut, sehr ja. gut. Und da ist es auch schon zu Ende. Läuft, würde ich sagen, oder? Läuft, ja. GG. Läuft. GG, würde ich sagen, in diese Stille. Rein theoretisch, es gibt jetzt hier noch so eine andere Map, so eine 2x4er-Variante. Sollen wir die nochmal ganz schnell spielen? Was, die? Query. Stimmt, Query. Ja. Hätte ich auch. Komm, die können wir auch nochmal. Hätte ich so reingehen. Meine war jetzt so kurz. So, achso, wir sind, lol. Wir sind im Team, ne? Einfach direkt drin, ja. Ja, ja, ich weiß, genau. Ja. Ich bin direkt reingejoint. Ja, das wären eigentlich so die grundlegenden Fragen zum Texture-Pack gewesen, würde ich sagen. Ihr könnt auf jeden Fall erwarten, das Texture-Pack. Hier sind wir im Team? Ja, okay, ja. Du bist da oben. Ich hab mich jetzt schon hier wieder hier ist ein Goldspawner auch, ne? Achso, okay, sehr gut. Das ist hier, wie gesagt, die Map Query. Das ist eine 2x4er-Map. Jo. Und, ja, so sieht's aus. Ich baue mich schon mal in zur Mitte rüber. Aber falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Texture Pack, könntet ihr uns auch einfach auf Twitter oder genau. überall schreiben. Wie gesagt, Vorschläge dann, und sowas ja. sind gerne gesehen. Gerne einfach mal auf Twitter zusenden. Entweder Fabo, entweder mich oder, beiden, beide. Ja. Oder uns rein. Wir beraten uns da auch immer so nebenbei. Ja. Und das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe, wenn ihr da vielleicht irgendwelche guten Vorschläge habt. Ich meine, wir wollen jetzt hier auch kein Texture Pack machen, was wir irgendwie, keine Ahnung, kaum verändert ist oder sowas. Ja, wir wollen uns da schon was Individuelles einfallen lassen. Aber, was auch noch vielleicht gesagt sein darf oder gesagt werden sollte, ist halt, dass das ein Texture Pack Mix ist. Also, das ist ja jetzt hier kein. Die ganzen Texturen. Selbst gemacht ist jetzt, alles, ja. Ja, genau, das ist hier jetzt nicht alles selber gemacht oder sowas. Das ist halt, wie gesagt, nur ein Mix. Wir mixen Texturen, das darf man nicht verwechseln, Leute. Und was vielleicht auch ganz interessant wäre, ist halt einfach nochmal so, die Antwort auf die Frage, und zwar, wie oft wurde das Crafting Fabo Texture Pack denn gedownloadet? Weißt du das? Also ich hab ja... Du hast ja mich schon mal, glaube ich, gesagt, ja, ich ne? ich hab das gesagt. Also 100.000 Mal weiß, alleine, die du neu hochgeladen hast? Ich wollte gerade sagen, Leute, ihr könnt gerne... Was? Hä? Da war doch keiner in der Mitte, oder? Hä? Ey, sind wir irgendwie komplett oder so? Ich weiß es nicht. Was Alter, ist das? Ey, scheiße, wir werden sterben, der hat einen Bogen. Ey, du kannst ja für eine Wilde... Oh, scheiße. Egal, ich versuche euch nochmal... Ja, probier's einfach noch. Schaff ich jetzt... Nein, nein, ja, nein, Luft ich werde sterben, Anfallschaden. Egal, war trotzdem lustig. Also das Crafting Fabo Texture Pack, was ich, sag ich mal, so minimal verändert habe, wurde über 100.000 Mal gedownloadet. Und ich schätze, die Variante von Epoch MC, also die er damals halt hochgeladen hat, die erste Variante... Muss ja dann halt noch mehr haben, ne? Die hat wahrscheinlich sogar noch mehr, also bestimmt nochmal 100.000. Und ja. insgesamt wurde das Crafting Fabo Texture Pack 200.000 Mal oder sowas gedownloadet. Und das ist halt echt erstaunenswert, also ja. mega krass, damit hätten wir echt niemals gerechnet. Also los, Texture Pack. Sollen wir noch die Vorgeschichte dazu erzählen? Weiß nicht, sollen wir?
Da könnten wir eigentlich nochmal die andere Map spielen, sollen wir? Ja, ja, genau. Das ist eine XXL-Folge. Ja. Und dann haben wir hier, nochmal alle Maps. Brauchen wir die eine Map hier? Finden wir sie hier? Wie heißen die überhaupt, die andere? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ach komm, dann sagen wir es einfach so ganz spontan. Also hier, Dream, komm. Dream? Auf jeden Fall. Die Vorgeschichte, wie war denn das damals mit dem Crafting Fabo Texture Pack, ey? Es war folgendermaßen, und zwar, ich erinnere mich dran, wir hatten irgendwie so die Idee, ein Texture Pack zu machen mit einem Soundpack, ne? Ja, weil das damals war das noch komplett neu, so Soundpacks und alles so. Ja, genau, das war halt alles so mega neu. Aber ich glaube, das haben wir erzählt, oder? Dass wir das mit Sounds machen wollten? Haben wir das gesagt? Ja, ich glaube, das hatten wir gesagt, aber ja. Die meisten werden sich sowieso nicht dran erinnern. Weil es halt einfach schon mega lange her, ja, weil ich glaube, immer ein Jahr. Und die Idee war ja halt einfach echt, dass wir so ein paar lustige Sounds reinbringen. Es macht im Grunde, also das war nicht geplant, dass das so ein Texture Pack wird, was man halt auf Dauer zocken kann. Ja. Ne? Also ich meine, ich benutze das jetzt seit einem Jahr, das Texture Pack. Keine Ahnung, ich finde es halt ganz cool so. Mich stört es überhaupt nicht, wenn man nur ein Texture Pack benutzt. Einige stört es ja, aber mir ist es egal. Auf jeden Fall war es irgendwie so, wir wollten halt lustige Sounds reinbringen. Sowas wie, wenn man Fallschaden bekommt, zum Beispiel irgendwie so, au, mein Bein! Oder wenn man irgendwie... Bei Fallschaden alles. Wenn man irgendwie so XP-Flaschen platzen lässt, so... Oh, 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 oh. Oh, ja. oder wenn man irgendwie mit einem Bogen rumschießt und sowas wie... Bam. Oder, Alter, Bam war eh am besten. Das war ja das Beste. Bam, Alter. Bam. Aber so richtig emotionslos. Wisst ihr, nicht so Bam, sondern so Bam. Alter, das war richtig lustig. Aber warte, ach so. Das bist du, ne? Ja. Ich fahr wohl. Wer bist denn du? Ich baue mal dein Bett. Nein, mein Bett wird abgebaut. Dein Bett wurde abgebaut. Alter, auf jeden Fall wollten wir noch so ein paar lustige Sounds einbauen. Okay. Und dann, weiß ich nicht. Du Assi! Ich will auch gar nicht die Runde so lange in die Länge ziehen. Egal, dann würde ich sagen, ich habe die Map auch nochmal gezeigt. Und war das mein Bett? Ich habe keine Ahnung. Nein. Auf jeden Fall stehe ich hier nochmal ganz kurz auf dem Hügel und erzähle nochmal die Story. Auf jeden Fall wollten wir nur lustige Sounds reinbringen, sowas wie Bam. So mega behinderte Sounds, aber es hat dann hinterher doch nicht funktioniert. Und ja, so. Bei TNT zum Beispiel so auch so Boom. Ja, boom. Ja, und so ist halt das Crafting Fabo Texture Pack entstanden. Und dass es dann halt so viel Downloads und alles gab, damit haben wir halt nicht gerechnet. Das ist halt echt unerwartet gewesen. So halt richtig krass, ja. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das war's jetzt von der Runde. Wenn ich das Ganze jetzt hier zu Ende zocken würde, wäre das ein bisschen zu lang. Ich konnte nochmal alle Maps zeigen. Also wie gesagt, das ist jetzt halt die letzte Map. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das große Crafting Fabo Update. Wollte mal ein etwas längeres Video, aber lieber länger als zu kurz. Ne? So, gut. Leute, lasst gerne ein Like da, schaut beim Fabo vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.